Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit einer neuen Challenge. Wir machen eine komplett neue Kampagne und für die nicht auf Twitch auch schauen, also meine Livestreams, die kennen die Challenge schon mit Sparta. Quasi, das hat ein Zuschauer von mir, ein Abonnent und ein Follower sich erdacht, sage ich mal. Und zwar, also bei Sparta, dass man nur Spartaner machen kann und also quasi keine Kavallerie. Und dass man bestimmte Verbündete hat, die man nicht angreifen darf. Und wenn die einen Krieg erklären, dann ist es Game Over. An sich haben wir die schon relativ weit vorgebracht und mir kam eine andere Challenge, die ich weiß nicht, ob die funktionieren wird. Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein bisschen. Und zwar mit den Seleukiden, die haben ja sehr starke und gute Kavallerie. Ja, und mit denen werde ich die Tierfreund-Challenge, also die, wo man keine Tiere in der Armee haben darf, die werde ich jetzt komplett umstellen. Das heißt, Tierfreund Challenge 2.0 bedeutet, dass ich nur Tiere in der Armee haben darf. Das heißt, Kavallerie, Elefanten, Kriegshunde und solche Sachen. An sich ist es möglich, Brain of Khan 2.0. Nee, also es ist auf jeden Fall möglich in Schlachten, aber was schwer sein wird oder was fast unmöglich sein wird, sind die Belagerungsgefechte. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Also, Seleukiden, wisst ihr ja von dem Let's Play Together mit Jake, wo er Sparta spielt und ich Seleukiden, haben wir die Fraktionen schon vorgestellt. Nur ganz grob. Die Seleukiden wurden, also hier steht es ja nach Alexanders Tod, ist das Reich ja zerfallen. Die ganzen Generäle haben sich einen Kuchen abgeschnitten und dann gegeneinander gekämpft. Genau. Und die Seleukiden haben sehr gute Kataphrakte und auch Streitwagen. Die Streitwagen würde ich dann wirklich benutzen, um. Also, ich überlege mir gerade, wie die perfekte Kavallerie-Armee aussieht. Also, ich würde auf jeden Fall Streitwagen mitnehmen und Kataphrakte. Ihr seid das Seleukidenreich, doch eure Kontrolle der östlichen Satrapien ist geschwächt. Baktrien ist bereits unabhängig und Parthaver und andere werden bald folgen. Im Süden schmieden währenddessen die Ptolemäer Ägyptens Pläne gegen euch. Ihr Vorhaben, die syrischen Länder zu beherrschen, führt womöglich noch zu Krieg. Zwar lässt sich im Norden und Westen etwas Stabilität durch die noch treuen Sarden sichern, doch die kriegerischen Galater und hellenistischen Staaten Kleinasiens bedrohen eure Grenzen. Die Zukunft von Alexanders Vermächtnis liegt in euren Händen. Das Seleukidenreich darf nicht fallen. Ja, hast du schon gesagt. Wobei das die Zukunft von Alexanders Vermächtnis liegt in unseren Händen. Das haben, glaube ich, alle gesagt. Oder das haben alle von sich selbst gedacht. So, am Anfang habe ich diese Armee. Muss ich ja mit Mannequins arbeiten. Aber sobald ich Kavallerie bauen kann. Also ich gehe sofort auf die Stelle. Sobald ich das kann, werde ich
auf Kavallerie komplett umswitchen. Beziehungsweise, also Dida werde ich nicht erneuern, weil das wäre am Anfang zu teuer. Also ich werde nur Kavallerie nachbauen. Also, genau. So, hier sieht es gerade schon ganz schön gut aus. Wir haben 4000. Du wirst mal doppelte Geschwindigkeit machen. Und hier runtersegeln und dann die ganze nordafrikanische Küste entlang segeln und etwaige Handelspartner holen. Das hab ich zum Beispiel in der Sparta Challenge sehr vermisst. Weil da, ja, Sparta kann ja nur Handel treiben, wenn er Athen übernimmt, was voll der Nonsens ist, weil hier gibt es genug andere Handelshafen, also vor allem Pella. Und dass wir das dann nicht erobern oder also nutzen können für Handel, ist einfach nur dämlich. Naja, gut. So, wie sieht's aus? Momentan nur Arabia. Also das ist Quitri. Saba ist hier unten. Ja. Genau. Da werden wir dann unsere Armeen auf jeden Fall Richtung Südosten verlegen. Ah, wir können sogar schon leichte Kavallerie bauen. Okay. Dann werden wir das mal tun. Wir bauen mal 3 erstmal. Die Armee sollte dann erstmal, ja, fürs Erste reichen. Dann können wir die da auch verbinden. Ah, oh, was war das denn? Was so eine blöde Obstfliege mir mitten in die Nase. Bist du bescheuert? Na gut. So. Dann fliegt sie halt einfach hier rum. Und was machen wir hier zuerst? Also, hellenistisch geht hoch. Wir haben ja schon mal ein Ding. Wir brauchen auf jeden Fall Getreidegrube. Und zwar, weil das Armeeverstärkungen gibt. Das ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr wichtig. Moral. Okay. Wir haben 1000. Ich würde jetzt schon mal hier auf öffentliche Ordnung gehen, weil die ist gerade bei minus 7, ist ein bisschen angeknackst. Hier gehen wir auf Panem. Hier. Das gibt öffentliche Ordnung und hier auch Panem. Genau, gibt öffentliche Ordnung und Nahrung. Und jetzt schauen wir mal, was das nächste Runde gibt. Gut, Pergamon greift Sardes an. Ich werde natürlich auf die Seiten unserer Verbündeten gehen. Der Handel ist eine gute Sache. Auch mhm. Das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Okay, Pergamon. Wenn wir es schaffen, Pergamon sehr schnell auszuschalten, haben wir ein Problem weniger. Pergamon oder Galatien sind hier in Kleinasien eigentlich die am meisten Druck aufbauen. Ich werde mal hier schauen. Also die da mögen uns gar nicht, das ist total egal. Medien, Partien. Okay, die mögen mich eigentlich alle nicht wirklich. Kappadokien. Willkommen, Freund. Willkommen. Setzt euch. Ich fürchte Handel mit. Gut, das ist eigentlich ganz, ganz gut sogar. Aus folgendem Grund, weil die haben Eisen. Und das nächste Eisenvorkommen
ist hier drüben. Ja, und da lohnt es sich eigentlich sogar hier hinzugehen. Okay, hier bauen wir mal einen Tempel. Und hier. Wie viele Runden brauchen wir dafür? So eine Runde, dann haben wir das da. Eine Runde, vier Runden, acht Runden brauchen wir für das. Also können wir hier getrost mal ein bisschen die Wirtschaft aufbauen. Das werde ich eigentlich auch relativ bald machen. Es ergibt 100 mehr Wohlstand. 2% mehr, also 100 Wohlstand aus Subsistenz und 2% aus den Quellen. Und noch 5, also 2 mehr Wachstum. Gut, also. Das kostet 1700, das kostet 2. Ja. Das ist halt schon heftig. Oh, Forschungsrate ist extrem wichtig. Was gibt es? Öffentliche Ordnung, Wachstum. 150 und 20. Ja, das gibt sogar mehr. Gut, dann machen wir das zuerst. Wir können das sogar auch switchen. Dann hole ich. Hier komplett einfach. Warte, nee, das sind zu viele. Kavallerie brauche ich hier eigentlich nicht. Achso, nee, 2, 4, 6, 7. Ja, einer zu viel. So. Dann haben wir hier eine Fullstack-Armee. Das ist schon mal super gut. Du gehst hier zurück. Wollte ich Gewaltmarsch machen. Du kannst auch Gewaltmarsch machen, aber erstmal zurück. Okay. Wie gesagt, also bei Belagerungen, also bei befestigten Partien, ja. Bei befestigten Städten ist meine Überlegung, dass ich Rodos auf Sardes. Satrapie erklärt Unabhängigkeit. Sagatien. Aria. Pater. Wieso Patava? Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, weil ich mit Patava, also ich bin Patava zu Hilfe gekommen. Persien, dann bin ich auch zu Hilfe gekommen. Das macht reichlich wenig Sinn. Aber okay. Naja. Also Media bleibt mir eigentlich meistens treu. Ist eigentlich so immer das Ding von denen. So, also 12 Nahrung. Wegen der Nahrung müssen wir auch mal schauen. Okay, dann mache ich hier Handelshafen. Ich habe noch 1700. Ja, Berger 3 Nahrung. Erfahrung für alle neuen Agenten. Wohlstand. Lokalen Handel. Und ich mache hier. Was gibt's hier? Wohlstand aus Handel. Okay. Tyros. Ich baue erstmal die Hauptstadt aus. Öffentliche Ordnung ist am Anfang wirklich extrem wichtig. Und Nahrung haben wir an sich gerade genug. So, dann nächste Runde werde ich Kappadokien den Krieg erklären. Armenien.
Seid willkommen, Freund. Lasst uns das tun. Okay. Unsere Händler möchten nicht mit euch Handel treiben. Kappadokien. Die sind minusneutral. An sich haben wir ja momentan genug, genug Feinde, aber das werden wir schon schaffen. Der Sturm hat lange genug. Ja, ein Angebot, 2400. Okay. Frieden verhandelt. Attawa und Media und Persien. Berenike Pernoforus. Berenike, die Jüngere, ist an die Macht gekommen. Wichtiger Charakter. Aha. Aha, so. Gut. Dann werde ich mal denen jetzt den Krieg erklären. Ich grüße euch, wie es eurem Rufe gebührt. Und nun sprecht gerade heraus, damit wir verhandeln. Oh, wieso haben wir nicht Angriffsabkommen? Das ist blöd. Dann holen wir uns bei Armenien, aber Armenien mag uns eigentlich, ne? Ja, Armenien findet das ganz gut. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Okay, hier gibt es Marmor. Also Marmor gibt es an sich relativ viel bei mir um die Ecke. Wieso haben wir hier ein Nicht-Angriffspakt? Das ist echt nicht so gut. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich halt dann ja erst um Quitri. Das Problem ist natürlich, ich kann nicht einfach also für die, warte mal, ich zeig's euch mal kurz. Das ist hier nicht. Nein, Entschuldigung, hab mich verklickt. So. Warte, Stadt, Pionierwerkstatt. Genau, ich brauche Werkstatt für Belagerungsmaschinen oder Pionierwerkstatt, eine von beiden, um Radkämpfer Sichelstreitwagen zu bauen. Weil die können das nicht. Die können das nicht. Naja. Gut, am Anfang sind die sogar krass OP, die Sicherheitsstreitwegen, weil, oh Galatien, okay, weil am Anfang hat man noch keine krassen Einheiten, die Gold in einer heftigen ein Geschenk, Formation das stehen. Viele zu schätzen wissen und wir sind sicher. Also so die Phalanx oder die Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese? Autsch. Genau, also was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Genau. Mal schauen. Wo hat der jetzt angegriffen? Galatien? Ach, hier.
Ich will mal schauen, Galatien. Ja, es ist nicht so gut auf Kappadokien zu sprechen. Das könnte für uns ganz gut sein. Das könnte uns behilflich sein. Okay. Ja, genau, was ich sagen wollte, jetzt weiß ich es wieder. Genau, weil wir Streitwegen, die müssen ja durch durch die Einheiten durchfahren, quasi, damit die Sicheln an den Rädern eben die Einheiten töten. Und am Anfang sind die Einheiten noch verstreuter oder man kann die einfacher verstreuen als später, also im Late Game. Da muss man erstmal mit Kataphrakten arbeiten, dass die eben die Einheiten vernichten oder auseinander treiben. Und genau. Naja. Okay, sorry. Das war auf jeden Fall schon mal gut, dass die Forschung weitergebracht wurde. Hier können wir auch noch mal mehr. Warte mal. Fahr mal weiter. Okay, neue Fraktion. Also zwei neue Fraktionen angetroffen, das ist gut. Armenien. Kappadokien. Die sind minus 15. Tretet ein, Freund, und sprecht. Es gibt viel zu bereden. Und womöglich... Kein Tempel kann auf zwei Säulen errichtet werden. Wir finden keine Einigung. Oh. Okay, das hat mich überrascht, dass die dann... Willkommen, Freund. Willkommen. Okay, das ist nice. Diesen Bedingungen können wir getrost zustimmen. Ich bin sicher, mein Volk wird mir dankbar sein. Ja. Das auf jeden Fall. So, Kappadokien mache ich nicht. Ah, Pontos greift Kappadokien an. Das ist ganz gut. Das ist relativ hilfreich. 4000 haben wir. Quidri. Dann mache ich mal keine Aufstellung und gehe hier rein. Armeespeer Kämpfer. Weil die dürfte ich ja auch bauen. Also der Vorteil an denen ist, dass sie Pferden Angst machen. Schlechte Moral, schwache Abwehr, durchschnittlicher Angriff. Geringer Schaden. Na. Das wird auf jeden Fall nochmal interesting. Öffentliche Ordnung plus 1. Ich bin jetzt hier rausgegangen, weil die öffentliche Ordnung, da kann ich eigentlich nicht mehr retten. Das ist ein bisschen blöd. Bei Tyros bin ich ein bisschen am Hadern. Hier das auszubauen, weil wenn der kommt, dann da baue ich lieber das hier oben noch mal aus, weil hier komme ich schneller hin als hier runter. Öffentliche Ordnung ist immer ganz gut. Ganz gut, ich kann nicht mehr sprechen. Wendet euch an eure Götter und betet. Denn nur von ihnen wird... Okay. Okay, Pergamon ist jetzt... Ich spreche das...
Okay, Quetri ist zurückgegangen. Das hindert uns aber nicht daran, ihn nachzugehen. Okay, jetzt muss ich halt schauen, was er macht. Er hat schon einige Armeen, aber halt noch keine vollwertige. Minus 4 Nahrung ist gerade zu teuer für mich. Okay. Das musste jetzt ein Baubericht. Bündnis geschlossen. Pergamon und Pontos. Bordos Pontos. Hier Galatien ist schon ganz nice groß. Okay. Manufaktur. Bestand durch Bergbau. Aus allen Handel. Ja, da, ich mach mal den Handel. Und nächste Runde. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein. Aber nicht, wenn ich 100 zahlen muss. Gut, genau, Fraktion schließt sich euren Feind an, das ist in Ordnung. Hier fahre ich mal weiter. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann einfach weiter. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das ein... Ja, ob das ein Let's Play wird, das Zukunft hat, oder ob ich relativ schnell das weitersuchen muss. Genau. Macht's gut, bye bye.